Hallo miteinander, heute machen wir ein gutes Salatrezept und zwar einen Caesar-Salat. In den nächsten 4 Dienstagen machen wir eine kleine Salatlinie, ein paar extra Videos für euch und zwar in Zusammenarbeit mit Oil & Vinegar. Von Ihnen haben wir die zwei super Produkte bekommen, einmal ein Olivenöl mit Knoblauch und einmal ein Sherry Agrodolce, also ein süßlicher Essig. Und sie haben ganz tolle Produkte. Könnt ihr schauen, auf ihrer Webseite kann man bequem heiliefern lassen. Hier seht ihr, was ihr alles für das Rezept braucht. Klebt euch das Rezeptblatt ab oder die Einkaufsliste auf dem Bring-App, dass ihr könnt einkaufen und nachkochen. Als erstes tue ich 2 Scheiben als Brot schneiden für Croutons. Kann man gut drin dran lassen. Da gibt es noch eine kleine Struktur. Knusprig, oder? Das haben wir gerne. Knusprige Sachen. Als nächstes Speck anbraten. Auf beiden Seiten schön knusprig. Das ist wichtig. Sonst knacken im Maul, oder? Genau. Macht keine Freude. Was natürlich auch sehr gut passen zu Caesar Salad, was wir viel machen, ist ein bisschen Poulet. Da könnte man auch jetzt anbraten, noch schön aufschneiden und zum Salat dazugeben. Wir machen heute Varianten ohne. Dann gebe ich die hier auf ein Haushaltspapier, damit das Fett ein bisschen abtropfen kann. Schmeckt gut, he? Super. Dann in der gleichen Pfanne das Brot ein bisschen anrösten. Zusätzlich ein bisschen von dem feinen Knoblauch-Olivenöl dran geben. Sehr geil. Knoblauch zerdrücken, auch mit reingeben. Ein bisschen würzen mit Pfeffer. Mit ein bisschen Salz. Wie immer nicht sperlen. Da muss Geschmack rein, genau. Ein bisschen wenden. Und dann ist es gut beim Crouton machen, wenn man nicht alles Öl am Anfang dran gibt, sondern vorzugehen. Sonst saugt es viel auf. Genau, vor allem nur von einer Seite. Und so verteilt sich es ein bisschen schöner. Und dann gibt das die wunderschön braune, krosse Kruste. Geil. Wenn die rundum eine schöne Farbe haben, stellen wir sie jetzt auf die Seite. Und hier abstellen. Dann haben wir das schon bereit. Geil. Für die Soße. Dann mixe ich ein bisschen Eigelb und Senf auf. Moutarde. Dann etwa 3 Esslöffel Essig dazugeben. Auch von dem feinen Sherry. Essig. Das ist gut. Das ist super. Wenn das schön vermixt ist, langsam Olivenöl dazu. Ca. 6 Esslöffel. Dann vom Öl? Ja. Yeah. Mal probieren. Geil. Ausänder, du kannst dich freuen, 6 hier. Ich freue mich. Die ganze Küche schmeckt schon fein nach Speck und Knoblauch und Öl und Essig. Und ein bisschen Salz dazugeben. Das ist eine Freude. Ein bisschen Pfeffer. Hat die einen Namen, die Salatsauce? Cyril's Caesar Salad Salad Sauce. Zweimal Salad, geil. Double Salad. Dann nochmal aufmixen. Nochmal probieren. Cool. Schmeckt nice. Lecker. Dann müssen wir nur den Lattich schneiden. Für den habe ich ihn gewaschen. Dann kann man hier die Teile oder die Blätter, die nicht so ganz schön sind, ein bisschen abzupfen. Das sieht gut aus. Und jetzt schneide ich den hier einfach so abschneiden. Geben wir den Salatschüssel dazu. Leicht auseinandernehmen. Und dann, Sandro, hast du Hunger? Sollen wir alle machen? Yes, hau rein. Schon, oder? Dann noch die Salatsauce dran geben. Das Ganze schön vermischen. Sandro, dann nur noch schöpfen. Bitte schön. Sieht gut aus, schmeckt gut. Gell. Ein paar von diesen krossen Croutons oben drauf. Ich
finde es cool, dass du es grösser gemacht hast. Schon, gell? Ich kaufe es immer etwas klein und das ist ein wenig... Einfach etwas im Mund. So ist es. Der Speck noch ein wenig oben drauf. Gut. Und dann... probieren. Geil. Knusprige Sachen. Perfekt für unter eine Woche, oder? Als geile Vorspeise. Ja. Da wäre es jetzt eben. Unsere Variante von Caesar Salad. Ganz eine feine Geschichte. Lohnt sich, um mal ein bisschen spezielles Öl und Essig zu kaufen. Euren Vinegar gehen schauen. Lässige Geschichte. Macht es aus. Und ja, viel Spass beim Nachkochen. Ciao miteinander. Ciao zusammen. Liebe Leute, der Sandro hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass wir den Parmesan vergessen haben, den wir gar nicht fehlen beim Caesar Salad. Dann würden wir einfach noch auf so einer Raspeln oder Raffeln drüber raus raffeln. Oder hobeln. Gut. Sind Schreiner? Der hobelt auch, oder?